Du, ich muss dir was erzählen. Wir sind jetzt bei Sims 4, Littenmeiers TV und Bio Nalu. Ach Schatz, ich muss dir was sagen. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, also nicht nur, dass du total gut aussiehst. Warte mal, ich massiere dir mal die Schultern, dann schläfst du gleich wieder ein. Schatz, ich glaube, unser Gin ist total einsam. Und, naja, was denkst du denn? Oh, ich bin ja schon fertig. Sieh ihn doch nochmal, Mensch. Du weißt ja, dass ich dich ganz so liebe und wir haben jetzt zwei Kinder und unser erstes eigenes ist auch gerade wach. Weißt du, Jim ist voll einsam. Der hat die ganze Zeit mit der Katze der Kinder gespielt. Ihr sollt euch doch nicht knutschen. Das hier wird ein ernsthaftes Gespräch. Mann, ey. Hör doch mal auf, schon wieder kokett zu sein. Sondern Techte Mächte machen. Nein! Und das Kind schaut zu. So. Sie erzählt jetzt eine Gruppengeschichte und da können doch meinetwegen alle außer der Teddy zuhören. Also. Aber erstmal der Kuss. Weißt du. Zusammensitzen nennt ihr das? Also auf jeden Fall. Weißt du, ich glaube, Jim ist auch einsam. Und er möchte auch jemanden zum Kuscheln. Kein Schweinchen und kein Kätzchen. Ich meine, so jemanden wie ihn, seine Königin des Herzens. Weißt du, um die Großeltern. Muss lauter reden. Ja, aber er ist hier im Zimmer drin. Ich kann nicht so laut reden. Kannst du mal kurz rausgehen, Jin? Kannst du mal kurz rausgehen, Jin? Nee, Mist doch. Weißt du, wollen wir unseren zweiten Wunsch opfern, um Jin jemanden zu schenken? Sein Glücksschweinchen? Sein Zauberstab? Und seine Prinzessin, weißt du? Jemand fürs ganze Leben, der dann natürlich mit auf die Kinder aufpasst und so? Ja, wir schenken ihnen das Ferkel von nebenan. Nein, ich meine, er möchte auch mal der Froschprinz sein. Hat er denn überhaupt so viel Masse im Kopf? Aber hier riecht es komisch. Ich glaube, ich muss mal diese Box reparieren. Die stinkt. Boah, die müffelt ja. Er braucht Spaß. Aber was hältst du von meiner Idee? Meine Idee ist immer noch, dass er die Box repariert. Dass wir die Katze verzaubern, dass der nicht mehr alleine ist. Ja, aber ich hatte mal die Box an, die brennt ja bald ab. Das sticht dann so richtig ins Auge. Geht Nur so ein bisschen duschen. duschen und danach kann mal jemand irgendwie das Ding reparieren. Wir gucken mal dezent weg. Ein rotes? Ich dachte, er hat grün oder braun, jetzt hat er auf einmal rot. Ist das ein Feuerwehr? Es ist ein Feuerwehrbärwehr. Naja, er kann doch auch mal. Ja, malen. Die ist wirklich schon. Nee. Entschuldigung. Lustig vorstellen, ja? Meinst du, die ist schwanger? Ich glaube, die ist einfach nur dick, oder? Hat die auch jemand sehr hässlich dekoriert. Die sieht nämlich wirklich aus wie schwanger. Aber der hat das gut repariert. Teile plündern, genau. Ja. Und der kann auch mal alles ernten. Bin nicht wundern, wenn der Baum mehr Platz braucht. Gut, was hast du jetzt vor? Na, das, was ich dir gesagt habe, wollen wir ihm eine Partnerin schenken? Das heißt, du willst wieder eine kreieren, Ja. gestalten, planen. Jemand, der genauso verrückt ist wie er. Und ich soll auch im Zelt schlafen? Das ist die Frage. Also ich würde Jin bitten, eine Genie zu zaubern. Ja, das ist eine gute Idee, fand er auch.
Der arme Bär soll nicht länger alleine sein. Die Frage ist nur die, wollen wir, dass unser Teddy hier bei uns jemanden hat oder nicht? Oder ist sie vielleicht die Richtige für ihn? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ja, unser erstes Kind ist wach. Wir müssen uns da wohl drum kümmern. Was macht er denn? Er ist wütend, weil er hungrig ist. Uiuiui. So, wir werden mal gucken, ob das Kind sich alleine versorgen kann. Und alleine heißt, wir stellen etwas hin und schauen mal, ob unser Kind sich eins nehmen kann. Und danach fragt es nach einer Tüpfchenhilfe. Und er muss auch dringend was essen. Sie muss auf Toilette. Und die Kleine ist auch hungrig und nimmt sich auch mal was. Mal gucken, was das wird. Und da sich die Kleinen ja gerne hinsetzen, gucke ich mal, ob ich eine Bank finde oder einen Hocker für Kinder. Ja, wo ist denn die Bank und der Hocker? Geht das? Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich habe jetzt einfach mal was auf den Boden gestellt. Und guck mal, ob die Kinder sich das alleine nehmen. Ja, der Kleine hat sich was eingepackt. Die beiden, die sehen so niedlich aus, wenn die da rumstolpern durch die Gegend. Und er will aber aufs Sofa, okay. Aber er kommt doch nicht hoch, oder? Doch, cool. Und die Kleine setzt sich auf das andere. Ach, guck mal, sie krabbelt hoch und ist denn da. Geil. Ja, diese Bank ist wirklich schön. Ja. Dann können die Kinder sich selber Essen nehmen. Ist doch blöd, wenn die ganze Zeit Hunger haben. Und die Eltern essen hier drüben, ist ja auch toll. Aber die Box ist immer noch kaputt. Na, sie kann aber die Bohnen ihm geben. Also wenn er nächstes Mal zur Arbeit geht, begleiten wir ihn aber, ne? Ihn? Ja, warum nicht? Wer ist denn da in der Badewanne? Ist er jedenfalls nicht? Da ist aber irgendjemand, der ist draußen. Irgendjemand ist in der Badewanne. Bestimmt unser Besuch. Was suchen die in unserer Badewanne? Weiß ich auch nicht. Die fühlen sich hier wie zu Hause. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr woanders nach Hause geht, zu jemand zu Besuch, geht ihr dann auch immer mal in die Badewanne? Wäre cool, wa? So, jetzt wird die Box repariert und da steht bestimmt ihr Schrott. Ich mache mal eine Versammlung an. Die Leute können ruhig mal vorbeikommen, sich unsere Kinder angucken. Oh, sie mag sie nicht. Hast du es gesehen? Geh weg. Die Kleine? Ja. Guck mal, sie geht auch selber aufs Töpfchen. Ja. Wir holen mal noch ein Töpfchen. Dann kann der Bär dem Kleinen zeigen, wie es geht. Ich weiß, eigentlich müsste das Töpfchen im Bad stehen, das Kind aber. Kopieren oder? Ja. Wir haben dafür eigentlich keinen Platz mehr, aber ich stelle es einfach mal hier hin. Ich glaube, den Kindern ist das noch nicht so peinlich. So, Teddy. Du Teile plündern und wegwerfen. Ah, ne, sie war in der Wanne. Und dann. Ach so, dann hatte ich die beiden jetzt verwechselt. Ja, sie mag sie auch nicht. Komisch. Ah ja, unser Besuch ist da. Unsere Kumpels und Kumpelinen. Ja, die können jetzt mal schön Geld machen.
In dem Jam mal. Sie versucht malen. In das Töpfchen zu gehen. Sie ist wach. Kannst du ihr helfen? Ja, kannst du. Ah, die Kleine. Gut, die kommen rein. Der eine geht bestimmt an die Staffelei, als Garantie. Gott, ist das hier ein Wirrwarr, oder? Mit so vielen Sims? Ja. Er muss dringend weiter schlafen. Und unser Erdbeer, die Farbe Rot macht einen irgendwie unsicher, oder? Outfit. Outfit ändern. Mach mal diese Stahlrüstung. Oben. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Und er hilft jetzt dem Kleinen. Und das ist ja niedlich, das ist toll. Das geht auf jeden Fall wieder in die Hose beim ersten Versuch. War ja bei ihr auch. Und ja. So, ich schaue der Kleine erstmal nach, ob auch alles rauskommt, was rauskommen soll. Beibringen aus Töpfchen zu gehen. Die Kleine wartet gerade eben. Ja. Schauen kannst du nicht. Oh, Levelaufstieg. Mal gucken. Stimmt ja, die beiden wollten ja Supereltern werden. Ja. Das Kind maßregeln. Ob das wirklich so gut ist? Ja, das Problem ist, der hat noch keinen Unsinn gebaut. Der Kleine hat ist aufs Töpfchen gegangen, ohne eine Überflutung zu verursachen. Das ist schon mal gut. Oh, nee, er ist ja nicht fertig. Also ich lob den Tag vor dem Abend noch nicht. Hey, geht, die sind auf Klo. Ich hau ab. Der hat wahrscheinlich noch nie Kinder gehabt. Ja, innerhalb der Familie ist das wahrscheinlich nicht so schwer. Wir warten jetzt alle draußen, bis die Kleinen fertig sind. Peinlich sind. Ah ja, stimmt. Den Kindern ist es ja nicht peinlich, aber den Erwachsenen. Ja. Scheiße. Da die, ich meine, Entschuldigung. Da die daran sterben können an Peinlichkeiten, habe ich jetzt die Versammlung erstmal beendet. Echt jetzt? Ja. Er stinkt ja auch schon ganz schön. Er braucht die. Ja. Weißt du was, Dicker? Du gehst jetzt erstmal auf Toilette. Und dann schwimmst du bitte. Schwimme mit. Nee. Ich glaube, wie oft er kann. Oh, herumschwimmen? Warum kann er mit seiner Schwester nicht schwimmen? Hm. Aber nur herumschwimmen. Warum geht das nicht mit runden schwimmen? Keine Ahnung. Ja. So, und danach kann er noch ein bisschen lesen und schlafen. Und das Töpfchen stinkt. Ja. Gott hat die Kleine eine Marke hinterlassen. Ah, dann zeigst du ihm das nochmal. Da war er gerade. Wie oft soll er denn noch? Da ist er schon nicht mehr drin. Ich habe noch eine gute Idee, wie wir die Kinder beschäftigen. Und was auch total süß ist. Was denn? Also erstmal Seifenblasen sind cool. Ja. Und das andere. Wir brauchen eine größere Wohnung, kann das sein? Ne, die reicht doch aus. Wird hier immer enger. Oh Mann. Wenn wir ein größeres Grundstück hätten, könnten wir jeden Raum an der Seite ein bisschen größer machen. Ja, wir wollten ja das Grundstück haben. In dem Moment dachten wir aber nicht, dass wir noch Kinder haben. Da hat jemand das Puppenhaus zerstört. Tja, das ist der ganz normale Familienalltag, / Wahnsinn. Der Papa darf aufstehen, darf duschen und muss dann noch erstmal reparieren. Oh, was ist das? Ja. Ein angefangenes Toast in der Pfanne. Oh ja, hier ist was los. Solche Ofenpfannen habe ich auch bei gesehen, wo ich da. Mal der Kleine spielt jetzt wieder mit dem Bauplätzchen. Die waren total cool. So, und die Kleine möchte jetzt bestimmt mit ihm spielen, ne? Ne, die möchte ein Zelt. Entspannen.
Kannst du mal bitte mit deinem Bruder spielen? Ja. Die beiden sollen sich ganz lieb haben. Sie kann ja schon ein bisschen reden und kann ihm das dann auch beibringen. Mehr Auswahl, lustig, Gesichter ziehen. Gesichter schneiden. Ja, mach mal näher ran. Augenblick. Wir haben immer noch den Weihnachtsbaum. Ja, ist ja noch Winter. Hallo, ich bin deine große Schwester. Bist du wirklich ein Alien? Oh, Guck Level auf mal, Sieg der ich bin eine Kommunikation. Superheldin und du bist der Schurke. Und Da was ist kommt das schon wieder die Monster? komische Frau. Umarmen. Ich hab dich Oh. so Hat lieb. die eine Kraft? Turmbauhilfe. Na gut. Willst du auch Spielzeug? Du kriegst das gleiche. Geht Warte. er gerade zu ihr? Werden wir gleich sehen. Warte. Ist doch blöd, wenn nur eins der Kinder das hat. Wer zu wem? Warte mal. Nee, ich dachte, er geht jetzt zur Frau da in der Du Zelt. solltest du nur abholen. Und Autos sind so toll. Ich habe zwar noch nie eins gesehen, aber. Weil wir hier keine Straßen haben. Über LKW reden. Über LKW reden? Über Unfug reden. Ja. Mehr kannst du, glaube ich, oder? Und dann spielst du Ah, die Kleine kann und jetzt doch schon dann mehr. spielst du. Je mehr die sich unterhalten, desto besser verstehen die sich. Guck mal, er versucht dir auch zu folgen. Ja. Ah, das ist so niedlich. Oh, guck mal, die wären auch schon gute Freunde, siehst du das? Ja. Und er, was ist mit ihm? Warum hat er so eine Langfolge hinter sich? Er ist ein bisschen erschöpft, glaube ich. Also. Wieder gewachsen wegen Anstieg der Kleinkindfähigkeit. Sie werden ja so schnell groß. Immer wenn sie wachsen und lernen, sollte man einen Moment innehalten. Ja, und er spielt jetzt mit der Kleinen. Das passt ja ganz gut. Ach, er soll auch Erziehungsfähigkeit. Naja, sehr interessant. Okay, ich bin aber dafür, dass wir sein Bestreben noch kurz ändern, weil das wird ganz schön anstrengend. Danach geht es auch in die Aufnahmepause. Das hier ist, glaube ich, besser erfolgreiche Abstimmung. Ich ändere das mal für beide. Da muss man dann vorlesen, Kontakt knüpfen und so. Finde ich persönlich schöner. Die hat in dem Zelt Ah, sie geschlafen. muss zur Arbeit. Ja, Ja, dann und geh deswegen hat mal. sie auch diese Kleidung an. Und er muss in 3 Tagen zur Arbeit. So, sind die Kinder eigentlich schon müde? Können wir sie schon ins Bett bringen? Ja. Oh, jetzt spielt er mit ihm. Na, was macht er da? Whoa, Holma. Steve. Mirbanogouche. Lwanza. Yabanobuji. Wuji. Mehr Auswahl. Winde benutzen? Warum? Nee, er will noch mal auf Toilette gehen. Ach so, okay. Dann soll er mal machen. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal in die Aufnahmepause. Ja, auf jeden Fall. Die Folge hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Jo. Und wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin noch viel Spaß und Bis tschüss. dahin. Tschüss.